Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zum Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Hallöchen. So, wir sind noch nicht Level 70, wo es mit der neuen Lizenzgeberei weitergeht. Nein, aber wir sind Level 64. Ist ja immerhin schon mal was. Aber ich habe ja gesagt, wenn es wieder was Neues, Großartiges gibt, dann gibt es natürlich auch zwischendrin mal eine Zwischenfolge. Und die letzte Folge ist jetzt ein bisschen her, beziehungsweise das war das große 1x1-Tutorial vom Samstag. Jetzt ist mittlerweile schon Dienstag, ne? Und ich habe was Schönes für euch. Ich habe was richtig Schönes für euch. Ach, es ist großartig. Es ist großartig. So, aber generell erstmal kurzerhand zur Übersicht. Ist alles normal geblieben? Ne? Also alles schön aufgefüllt, 64. Ich habe jetzt mittlerweile deutlich mehr Restocker. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, das ist Kosten-Zeiteffizienz ganz gut. Das dürften, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15 Restocker sein. Also sagen wir mal Pi mal Daumen, 1500 Euro Kosten pro Tag. Na, aber diese 15 Restocker arbeiten wirklich sehr effizient, sodass es, sofern genug Produkte im Lager sind, eigentlich nie zu irgendwelchen Hudeleien kommen sollte. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. So, was ich heute als erstes mit euch machen wollen würde, weil wir könnten sofort starten im Verkaufstag. Ihr seht, wir haben fast 100.000. Aber darauf will ich in dem Fall gar nicht hinaus, sondern ich möchte erstmal eine Verwaltung annehmen, und zwar eine Wachstumsverwaltung, und zwar für 20.000. Es war schön, jetzt hätten wir endlich mal die 10.000, die 100.000 hitten können. Jetzt will ich aber noch einen neuen Abschnitt drin haben, und zwar Abschnitt 10 für 20.100 Euronen. Den gönnen wir uns nämlich jetzt einmal. Dann geht das nämlich hier hinten weiter. Ja, sieht jetzt alles wieder ein bisschen komisch aus und so weiter und so weiter. Aber das war mir ja dementsprechend klar, dass das komisch aussehen wird. Deswegen ist es jetzt gar nicht so schlimm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir brauchen noch eine neue Kasse. Jawollo. Deswegen gehen wir in Möbel, gehen wir in Kassen hier rein, die auch nicht gespiegelt ist, sondern stinknormale Kasse. Nehmen nochmal zwei Scheinwerfer hier mit dazu. Ne, kaufen uns das Ganze. Sehr schön. Ich nehme erstmal hier die Lampen. Klatsch die dementsprechend noch so hier in die Ecke. Beziehungsweise, warte mal, ich glaube, ich nehme mal die hier mit weg. Und setze die mal hier hinten noch in die Ecke mit dran. Das sollte eventuell reichen. Wohlgemerkt auf das Wort eventuell. So, mal gucken, dass wir jetzt nicht allzu viele Dinger hier haben. Und dann machen wir noch einmal die Kasse hier auf. Switchen die dann dementsprechend der anderen hier hinter. Dass es so passt, wie es passt. Wie gesagt, wir brauchen ja hier in dem Sinne keinen Abstand dazwischen. Somit können wir nämlich jetzt hier, zack, zack, Verwaltung einstellen. Können wir Kassierer 3 und Kassierer 4 in dem Fall erstmal mit einstellen. So, und damit haben wir theoretisch gesehen das Maximum an Kassierern erreicht. So, 4 Stück, die sollen mal arbeiten. Let's go, let's go. Und ihr seht hier unten vielleicht schon eine neue Einblendung. You have new orders, check your PC. Meine Hübschen, es gibt jetzt eine neue Mod, die nennt sich Supermarkt Simulator E-Commerce. Also Online-Shop. Ist relativ frisch, also es ist relativ, ist frisch, je nachdem, wenn ihr das Video seht, aber da, wo ich es jetzt habe, ist relativ frisch, ist in der Version 1.0.0.1, heißt also auch noch, es gibt oder könnte noch Probleme geben mit Bugs, dies, das, Ananas, das nur am Rande. Zum Beispiel kann es sein, das werden wir dann aber jetzt auch live in dieser Let's Play-Folge testen, ob das so der Fall ist, ein großer Bug, aber schauen wir mal. Ihr habt jetzt, wenn ihr auf euren Computer zugreift, ich stelle den jetzt zum Beispiel einfach mal hier hin, ne, ich habe dieses Anywhere, dann habt ihr hier diesen Supermarket Simulator Online. Und da bekommt ihr jetzt, sobald ihr den Verkaufstag startet, neue Orders, also Online-Bestellungen mit rein, die ihr, ja, verpacken müsst und versenden müsst. Dazu gibt es wieder eine Config-Datei, die befindet sich aber diesmal nicht in diesen üblichen Config-Dingern beim Mod-Ordner, sondern die ist in den Local-Raw-Ordner mit drin, ist aber auch alles in der Beschreibung im Endeffekt mit drin, davon mal ganz abgesehen. Lesen und selber raffen, ne? Auf jeden Fall können wir jetzt hier so eine Order starten, und wir machen mal hier eine relativ kleine Order mit $66. Die kann ich nämlich einmal akzeptieren.
Und dann seht ihr jetzt hier schon mit dazu, da habe ich jetzt eh mal eine Kiste bekommen. So, ne? Aktuell ist es noch nicht der Fall, dass ich mir im Nachhinein das Ganze nochmal anschauen kann, was jetzt gerade ein bisschen doof war. Aber egal, ihr seht dann hier oben links, ihr habt dann das sogenannte Order-Menü. Ne? Und dort seht ihr, was ihr reinpacken müsst. Aktuell ist es aber so der Fall, dass das noch nicht übersetzt worden ist. Heißt also im Umkehrschluss, ihr müsst ein bisschen mit Englisch umgehen können. Ihr seht hier unten, use the right mouse Button, also right mouse click, collect the item, press R, drop the box on the floor, und when you are finished, links click, also linke Maustaste, post to the box and send your order. So, wenn wir jetzt also ans Regal gehen und der will jetzt hier zum Beispiel einmal Kuchen haben, kann ich hier mit der rechten Maustaste reinklicken und ihr seht, das Ding verschwindet von der Liste. Dann geht es zum Beispiel weiter. Er hätte hier gerne Gunnery, irgendwie Case. Da müsst ihr halt gucken, was jetzt hier, welcher Käse der richtige ist. Wenn ihr mal was Falsches mit reinnimmt, seht ihr hier, dann wird das mit einer 1 hinten angezeigt. Seht ihr das? Na? Und dann wisst ihr, es ist der Falsche in dem Falle. Ne? Es ist einfach der Falsche, wenn es denn überhaupt der Richtige ist. Ich brauche jetzt erstmal kurz hier noch Bio-Apfelsaft, ne? Weil bei manchen ist es halt auch gar nicht mal so einfach herauszufinden, was es das Richtige ist. In dem Falle Sugar Light Brown ist dann brauner Zucker, gehe ich mal davon aus. Ne, Sugar Like Brown, Daron. Sugar Like Brown. Pablo, warte mal, wo ist denn der? Ach, hier, der? Jawohl, Sugar Like Brown, okay. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier noch irgendwas mit Cheese, ne, und irgendwas mit Runport, haben Dings irgendwas. So, da habe ich hier das Ganze, haut das hin? Okay, dann habe ich B und K, Ham, ne, das ist es schon mal nett. B und K Ham, das ist Rainport Ham. B und K Ham, warte mal. Wenn ich den jetzt hier mitnehme, dann verschwindet. Ach, dann verschwindet der P und K Ham. Okay. Dann brauche ich noch Rainport Ham Pistillery. Es ist halt, wie gesagt, manchmal. Ach, hier. Zack, sehr schön. Dann habe ich jetzt noch Bovovar Viral Dings, Korb und irgendwas mit Cheese, also irgendwas mit Käse. Das mit dem Käse habe ich aber ehrlicherweise noch nicht so ganz ge... Ach, hier, der, ne? Ne, das ist er auch nicht. Der hier. Genau, wunderbar. Und jetzt brauche ich noch irgendwas mit VL-Job. Das Ding ist nämlich, es werden nur Produkte auch mitgenommen, die ihr auch im Supermarkt in dem Falle habt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier mit Produkten um euch geworfen werdet. Also wir Gott hier besorgt mal, was es noch gar nicht gibt in dem Falle. Ne? Das ist vielleicht noch so als Zwischeninfo ganz gut. Ne? Ist das dieses Sandwich Nature? Natur? Nee, das ist es ohne. Was soll denn das zur Hölle sein? Vial-Chop. Vial-Chop? Ich habe keine Ahnung. Bin ich early. Warte mal, ich muss mal die Kiste hier ablegen. Ich gehe mal hier an den Rechner, bevor ich das Ganze hier mal akzeptiere. Ihr könnt nämlich auch hier reinklicken. Das wollte ich euch eigentlich die ganze Zeit in dem Fall auch mit zeigen. Und könnt euch da die Orders vorher mit anschauen, wenn ihr das denn möchtet. Ne? Und dann seht ihr auch, wie das halt im englischen Original in dem Fall halt mit ist. Und wie gesagt, da habe ich auch so meine Problemchen mit dabei. Deswegen entweder vorher gut einprägen das Ganze, ne? Oder ja, oder halt Englischkenntnisse in dem Falle mit aufbessern. Aber ich habe hier so das Ding, was könnte denn dieses Vial-Cop-Gedöns sein? Es ist schwierig, aber es scheint auch nicht nochmal in einer Order hier mit drinne zu sein. Ist natürlich jetzt gerade wieder jetzt zum Anfang zeigen, ist das jetzt natürlich wieder eine großartige Sache meinerseits. Na? Wheel. Chup. Was könnte Chup sein? Hot Sauce? Mayonnaise? Chup, ist es. Also Kartoffeln sind. Ist es irgendwas? Der Joghurt ist es ja auch nicht, ne? Na.
Chup, das ist Sushi alles, das ist Hähnchen. Soll das hier irgendwas? Ach, warte mal, dit? Veggie Mix? Ne, das ist auch Veggie Mix. Das ist Pizza. Green Beans? Ne, die werden auch Green Beans genannt. Die werden auch. Also aus der TK-Truhe ist es auch schon mal nicht. Und vor allen Dingen Bohrer habe ich jetzt auch so noch nie auf die Schnelle. Das sind alles Eier. Ne, das ist nämlich auch einfach nur Bio in dem Falle. Sag mal, was zur Hölle ist denn das? Ne, das ist Eiscreme, das sind Hühnchen. Das hier ist doch alles Toilettenpapier, also Toiletpapier. Das ist Shampoo, das wird auch nicht so genannt. Das Clean Dish. Bora. Okay. Schwierig, schwierig. Sixpack. Bravo. Naja, das ist mit Whisky am Ende. Vital geht. Ich verstehe es nicht. Black Tea, das wird ja auch noch so genannt. Naro. Naja, das ist eher in die gleiche Marke. Palmblutzucker. Was soll denn das sein? Wie soll das ein Getränk sein? Naja, das wird ja auch Soda am Ende genannt, alles. Also das kann es auch nicht sein. Das ist die Bolognese. Steak. Ah. Okay, also dieses Hähnchen. Alles klar, cool. Naja, also wie gesagt, kann passieren. Wenn ihr jetzt hier fertig seid, dann geht ihr hier zu diesem US-Dingsmarkt, ne? Drückt dann linke Maustaste. Und dann seht ihr, bekommt ihr die Kohle. Und bekommt auch Punkte. Und damit habt ihr einmal das Ganze in dem Falle offiziell, ne, offiziell verschickt und dementsprechend vereinnahmt. Ihr könnt das Ganze, solange wie euer Shop offen ist, könnt ihr das Ganze auch abarbeiten. Also ich kann jetzt hier draußen weitergehen, kann jetzt hier die nächste Orderliste in dem Falle öffnen. Ihr könnt in dieser Config-Datei, die wie gesagt erklärt ist, wo die dann ist, bei wenn ihr es runterladet, ne, könnt ihr auch das Ganze einsehen, wie wo was ist. Ne, davon mal ganz abgesehen. Wichtig wäre natürlich immer, wenn es vom Vorteil ist, dass auch noch genug Produkte und Co. mit dabei sind. Ne? Also das wäre noch vom Vorteil. Ansonsten habt ihr nämlich auch ein Problem. Aber das tagsüber abzuarbeiten, ihr habt es gerade gesehen, na gut, je nachdem, wie schnell man jetzt natürlich auch arbeitet, davon mal ganz ab, ne? Kann das natürlich auch mal mehr oder weniger kritisch werden. Nö, wie gesagt, je nachdem, wie schnell ihr halt seid. Aber ich glaube, wurde mal ja von der Kaffee, von den Dings, da muss ich mal kurz gucken. Ja, da müsste eigentlich alles da sein. Also ich kann jetzt hier Öl, Kaffee, Zucker, diese Eisdings, kann ich jetzt wie gesagt akzeptieren. Also gehe ich hier einmal auf Accept. Ne? Will er nicht? Doch, jetzt auf Accept. Sehr schön. Also dann habe ich das jetzt hier sogar noch mehr oder weniger drin. Hab's aber ja auch in der Dings. Also sprich, kann ich jetzt einmal hier, nehme ja einmal das Öl hier, kann so wieder zurück, zum Beispiel zweimal. Dann hier Kaffee in der mittleren Röstungsstufe einmal. Dann haben wir hier einmal oben das Ding. Sehr schön. Dann Eiscreme war das hier, glaube ich. Genau. Und dann haben wir eben mal den Hummus. Der war der hier unten. Zack, well done. Nett. Das ging jetzt schon deutlich schneller. Kann ich jetzt wieder hier rangehen. Na. Und da haben wir, wie gesagt, das meine ich halt mit, da gibt es ab und zu noch ein paar Bugs, dass er jetzt hier zum Beispiel die Kiste nicht mehr loslässt, weil er denkt, ja, was ist los, hast du verschickt, was willst du von mir, weil es jetzt zum Beispiel auch nach 21 Uhr ist. So, wenden wir mal kurz an den Tag, ihr seht 113 Kunden, fanden Produkte zu teuer 13, habe ich auch nochmal was geändert, davon mal abgesehen. Gut, haben wir jetzt natürlich Minus gemacht durch die Dings, ne, und alles ist soweit erstmal schick schön. So, ich habe jetzt die ganze Zeit diesen wunderschönen Kasten, dieses wunderschöne Paket hier drin, das kriege ich jetzt denke ich mal nur los, wenn ich wieder einmal, machen wir hier zu, danke, wenn ich einmal kurz in den Hauptscreen, also ins Hauptmenü gehe. Das will ich aber so oder so tun. Da fahren wir ganz ab. Wir speichern mal kurz. Gehen wir kurz zurück, denn es gibt, das ist ein gemeldeter Bug. Den will ich mir nämlich gleich mal anschauen, dass ihr wisst, was war. Oh ja. Huhuhuhu.
Yes, sir, das ist er nämlich. Die Boxen fliegen, also diese leeren Kisten. Woher die insgesamt kommen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber, kurz hier, zack, wieder mit rein. Das ist so ein Bug, was das hier momentan noch auslöst, dass alles aus der Müllkiste wieder mit rausploppt. Fragt mich nicht warum, ist aber wie gesagt ein Bug, der wurde gemeldet und der sieht dementsprechend auch so aus. Aber gut, könnt ihr machen. Ist halt die Frage, ist es euch das jedes Mal wert, gerade je nachdem, wie viel das Ganze ist. Ob ihr euch das antun wollt oder halt dementsprechend nicht. Na, also es kann dann zu diesen Fehler, die ihr gerade gesehen habt, oh, hier drüben geht es ja weiter. Moin Master. Na, ob ihr das halt dementsprechend wollt oder halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass das relativ schnell behoben wird, das Ganze. Aber jetzt in der jetzigen Version 1.0.0.1 ist das auf jeden Fall noch ein Problem. Das nur schon mal hier vorab gesagt, dass ihr euch da definitiv nicht wundert. Und gegebenenfalls dann ein bisschen aufräumen müsst. Wieso, wie ich das jetzt gerade tue. Aber das ist, denke ich mal, auch nicht allzu dramatisch. Das jetzt hier ist, weil ich die Restocker jetzt gerade eben von der Arbeit abgehalten habe. Also da nicht wundern. Das ist sonst nicht normal, dass das Zeug hier alles überall rumliegt. Das ist halt, wenn man speichert, rausgeht und die Restocker haben was in der Pfote. Dann sieht das so aus, weil dann lassen die das einfach fallen, weil die dann im Endeffekt despawnen. So, dann mal kurzerhand hier noch nachbestellen. Zack, 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 zack. Weil die sind jetzt eh gerade durch. Das heißt, wir kommen denen jetzt ohne eine Quere. Was schon mal gut ist. So. Kartoffeln alle wieder alle. Ging also dementsprechend ganz gut. Der Wein ist alle. Der Wodka ist alle. Die Dinger sind sowieso jedes Mal alle. Das ist jetzt nichts Neues. So, das habe ich schon. Hier könnte man nochmal den machen. Hier sieht es eigentlich noch gut aus. So, die Nudeln sind alle. Das nochmal neu nachordern. Hier haben wir jetzt schon. Aufpassen, dass wir es nicht doppelt und dreifach machen. Milch neu mit rein. Die Dinger neu. Brauchen wir eigentlich so weit erstmal nicht, aber ich fülle es jetzt trotzdem mal mit auf. Bevor sie leer laufen. Sehr schön, gut. Dann machen wir mal ja die Orderliste. Sehr schön. Dann können die Restocker jetzt nämlich nochmal arbeiten. Sehr schön. Da lassen wir die jetzt dementsprechend nochmal kurz an arbeiten. Dass das hier so läuft, wie es läuft. Und guck mal, hier ist ja auch noch was. Oh, das ist ein leeres Paket. Deswegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal an den Rechner gehe und gehe nochmal in diesen Online-Dings, seht ihr auch jetzt hier no Orders, ne? Weil kein Tag, dementsprechend keine Orders in dem Falle. Beziehungsweise ich habe jetzt ja auch neue Reihen raus, ne? Also dann resettet der sich sowieso jedes Mal wieder aufs Neue. Davor mal ganz abgesehen. Aber, boah, passt. Ich denke mal, die Restocker sind ready. Ne, passt alles, alles voll, alles schick, alles schön, sehr schön. Dann open wir the door und dann schauen wir mal. Da sind jetzt neue Orders hier mit reingekommen. Da wir jetzt immer noch diesen Kartoffelbrei mit haben, machen wir dann natürlich. Dann packen wir das hier mit rein. Sehr schön. Dann Order. Sehr schön. Und dann ist das Ganze nämlich auch einmal abgearbeitet. So, dann hätten wir einmal Nudeln, einmal brauner Zucker und einmal diesen Kartoffelbrei. Machen wir also einmal Kartoffelbrei, einmal die hier, genau, und einmal den braunen Zucker. Sehr schön, well done und Abfahrt. Sehr schön, ihr seht auch immer, die Leute müssen Shippingkosten bezahlen von $10. Die kommen uns dann dementsprechend auch nochmal zugute, ne? Ist auf jeden Fall gar nicht mehr so verkehrt. Oh, hier ist mal eine größere Liste. Ich order erstmal die kleinen ab. Der kleine Zucker und der Honig, das kriegt man hin. Kleiner Zucker und einmal Honig. Well done. Einmal abschicken. Jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, das backt dann halt hier noch ab und zu mal rum. Das ist dann die unschöne Geschichte.
Einmal Sandwich, einmal die Pasta. So. Einmal Sandwich. Waren das jetzt die großen oder die kleinen? Ah, einmal die Pasta. Sehr schön, well done. Dann geht das auch wieder hier mit rein. Wie gesagt, man kann das auch hier ablegen, aber wie gesagt, jetzt backt das eh hier drinnen mit rum. Von daher, ich kann ja irgendwie sagen, ne, geht auch nicht weg. Das bleibt jetzt halt einfach erstmal so. Muss man jetzt damit leben. Wie gesagt, ist halt relativ frisch der Mod, deswegen empfehle ich immer, wartet bitte ab, wenn ihr Mods nutzt und so. Weil die gröbsten Fehler werden dann so oder so erledigt, beziehungsweise gedings werden B und K haben. Cheese, Pizza, Cheese. Okay, dann akzeptieren wir das mal. Dann ist das einmal. Wo haben wir es denn? Hier. Hier. Dann Pizza, Cheese. Das war nicht die, das waren die hier drüben. Zweimal, okay. Dann brauchen wir Salz. Sehr schön. Nochmal kurz gucken. Der Käse in der Packung da. Mhm. Der hier. Sehr schön. Dann diesen B&K Ham. Und dann Kaffee in der mittleren Röstung. Sehr schön. Well done. Und abschicken. Order has been shipped. Oder Shipping, je nachdem. Schöne Sache. Sehr gut. Auch wenn ich jetzt mit der Kiste hier die ganze Zeit vom Dings rumlaufen muss, was nervig ist. Aber egal. Ich nutze gerade mal hier noch, um nachzubestellen. Das habe ich nämlich vergessen. Warte mal, müssen wir hier erstmal wieder raus. Hier rein und das mal zwischendurch hier noch mit nachbestellen, bevor uns das nämlich leer läuft. So, dann gucken wir mal hier wieder mal mit raus. Gehen wir mal hier wieder mit rein. Dann seht ihr ja hier, ne, kommt ordentlich Orders in dem Fall ja mit rein. Guck mal, da haben wir das gleich alles mit EMA hier drinne. Die Soda, Eis und die Nudeln. Also schwarze Soda, türkise Soda. Zack, zack. Dann kann ich hier nochmal gucken. Die Nudeln und das Eis. Also die Nudeln. Und was war das jetzt für ein Eis? Maxi, also das Erdbeereis in dem Fall. Das hier, ne? Na, das war das Falsche. Das? Das war. Ach ne, wir haben ja drei Eissorten. Hier. Sehr schön. Well done, Abfahrt. So, nun, dann kümmert sich der Chef dementsprechend ums Online-Business. Ist doch auch eine nette Sache. Kann man machen. So, dann eh mal das French und eh mal die Butter. Immer das French und immer Butter. Sehr schön, kann auch abgeschickt werden. Sehr gut. Ich mach jetzt bewusst erstmal nur die kleinen Orders hier. Waschmittel, den Käse und Prirat, der Käse und eine Schokolade. Eine Schokolade, immer Waschmittel. Einmal dieser Käse, dieses Prirat-Gedöns, war das hier? Nee, dann war es das, genau. Und einmal Eiscreme-Schokolade. Sehr schön, well done. Let's go! So, haben wir das auch. Da haben wir hier irgendwas mit $12. Ja, immer, das sind natürlich Orders, die nehmen wir gerne mit. Na, das war das Falsche, das war das Richtige, sehr schön. Sehr gut. Bearbeiten wir das noch ab. $2 Bestellwert, $10 Shipping. Nehmen wir doch gerne. Genauso wie hier diese Eisgeschichte. Gerne doch. Weil, warte mal, wenn mich nicht alles täuscht. So, zack. Mal gucken, was es uns bringt. Das müssten jetzt $17 sein. Ja, wir kriegen nur die $17. Also die Versandkosten streichen wir uns dementsprechend auch mit ein. Ne? Ja, sagen wir natürlich nicht nein. Ist ja ganz klar. Warum sollten wir auch? Na? Und gerade hier so bei diesen größeren Geschichten, da ist es natürlich Soda Turku, der Reis und Dings. Gerade bei den größeren Geschichten, why not, ne? Why not, why not, why not? Ich darf halt so. Ah, Käse ist alle. Jetzt haben wir den Salat.
Jetzt haben wir den Salat. Aber müssen wir hier neu nachordern. Dann müssen wir kurz warten, bis der Käse wieder da ist. Das werden ja meine Restocker, denke ich mal, relativ schnell hinbekommen. Bin ich mir da ziemlich sicher. Da kommt der erste, da kommt der nächste. Ja, sieht gut aus. Sehr schön, den brauche ich nämlich gerade mal hier. Dankeschön, well done. Und dann kann ich das Ganze hier auch nochmal mit verschicken. Genau, er konnte ihn reinigen. Ich finde, es sind also ein paar Produkte, die jetzt hier, ja, die ein bisschen ausgegangen sind. Wie gesagt, kommt im besten Haushalten vor. Also kommt wirklich im besten Haushalten vor. Gerade hier das Bier ist alle. Der Reiniger hier ist alle. Na, habe ich aber eigentlich neu geordert oder habe ich den vergessen? Na, je nachdem, war ein bisschen jetzt fokussiert hier auf den Rest. So, aber die vier Kassierer scheinen ja ihre Aufgabe hier ganz gut zu meistern, würde ich sagen. Na, auch wenn sie trotz all dem ja langsam sind. Aber scheint soweit zu passen. Und wenn hier immer noch viele Late-Kunden unterwegs sind, Halleluja. So. Sehr gut. Dann haben wir hier noch einen, dann haben wir hier noch eine. Ja klar, stellen sie sich halt zusammen an eine Kasse und sie gehen bestimmt auch noch hier. Ne, sie gehen sogar nochmal noch eine Runde. Ist ja wie ein bisschen schön. Aber wir haben schon wieder 92.000. Hat sich ja schon wieder gut erledigt hier. Mit unserer Ausgabe. Das ist die Kiste hier die ganze Zeit. Also ich werde den Mod dann erstmal, solange das nicht gefixt ist, wieder deaktivieren, weil das ist nichts für mich, ja. Also auf jeden Fall eine coole Sache. So. Achso, ne. Alter. Aber alle Kassen besetzt, ne? Ich konnte Blondes Allee fast nicht finden. Naja, ist halt alle. Kommt in den besten Haushalten vor. Guck mal, dafür haben wir auch noch einen Haufen Kartoffelsäcke. Man muss das ja immer mal so sehen. Da haben wir viele Kunden latschen hier noch rum. Wir haben seit Ewigkeiten zu. Theoretisch gesehen. So, danke. Weiter hier. Gut, dann ist das ja die letzte Kundin. So. Wunderbar. Die letzten zwei Kunden. Ansonsten ist jetzt hier wirklich keiner mehr drin, ne? Ne, perfekt. Die ganze Zeit die Kiste hier, Alter, das nervt. So, zack und zack. Kann schon Tag beenden, ja. Wirbel schön. So, 102 Kunden. 115 Kunden insgesamt. Waren es also dementsprechend auch ein bisschen weniger. Produkte nicht gefunden. 8 Produkte fanden sie zu teuer. Bla bla bla. 7900 plus. Easy peasy. Sehr schön, dann lasse ich die Restocker hier noch kurz zum Restocken dementsprechend da, dass die dann erstmal fertig werden und dann passt das Ganze. Und wir, meine Hübschen, sind, wenn ich mich von der Zeit her nicht vertan habe, schon wieder durch für die Folge. Wie gesagt, cooles Ding, wie gesagt, E-Commerce, also Supermarket Simulator E-Commerce. Ihr wisst ja nur mittlerweile, wo man den Mods kriegt, ne? Könnt ihr gerne mal danach suchen. Und in dem Sinne, bedenkt aber halt, wie gesagt, die Bugs, die dabei entstehen, aktuell noch, ne? Und sobald das Ganze bugfrei ist, werde ich, denke ich mal, auch proaktiv hier in mein Spiel mit einbauen. So, jetzt war es eigentlich nochmal so zum Zeigen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo, wenn es euch gefallen hat, ne? Und bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschüttelühü.